liebes Internet, es gibt Gründe, warum wir heute Sonnenbrillen tragen, über die wir nicht weiter reden wollen, aber bitte seid mit ganz leise, okay? Du hast wieder was Wunderschönes gesehen, ja? Ich habe einen afghanischen Film gesehen, der Film heißt Stein der Geduld, ist von einem Exil-Afghan, Atik Rahimi, der schon die Romanvorlage geschrieben hat. Also es geht um eine junge Frau, Mutter von zwei Kindern, deren Mann ein verwundeter Taliban-Kämpfer ist. Und sie versorgt ihn. Es ist aber gleichzeitig ein sehr gefährliches Viertel, in dem sie lebt, wo im Prinzip der Krieg immer noch eine alltägliche Angelegenheit ist. Und während er so still und reglos da liegt, fängt sie an, mit ihm zu reden. Und sie erzählt ihrem Mann all das in der Vergangenheit, was sie mit ihm erlebt hat, weil er kein guter Mann war. Wenn du atmen kannst, kannst du bestimmt auch aufhören damit. Ja, und sie entwickelt auch durch das Alleinesein, durch die Verantwortung, die sie dann für die Familie trägt, eine neue Stärke, die sie vorher mit diesem Mann eben nicht hatte. Es ist ein sehr gelungener Einblick in ein Frauenleben in Afghanistan, das man wirklich auf diese Art und Weise noch nicht im Kino gesehen hat. Ja, was hast du gesehen? Ich habe ein Männerleben gesehen. Good Luck Sweetheart, ein ganz fantastischer Film. Man sieht eine Stadt, und zwar ist das Recife, und dann sieht man auch gleich eine sehr, sehr gut aussehende junge Frau und demnächst auch einen sehr gut aussehenden jungen Mann. Und diese zwei treffen sich. Ah, das ist eine andere Art von Liebesfilm, weil faktisch ist dieser Film der schönste Ausdruck von bittersüßem Liebes- und Weltschmerz, den ich lange, lange gesehen habe. Zwei kriegen sich für eine Weile und dann ist sie plötzlich verschwunden. Und dann macht er sich auf die Suche nach diesem Mädchen und muss dafür in den Nordosten oder sowas des Landes reisen und findet dann vielleicht sie, vielleicht sich selber, ich will es nicht verraten. Schön war's. Ja. Was hast du noch gesehen? Ich habe noch einen amerikanischen Independent-Film gesehen, der heißt Touchy Feely. Es geht um eine Massagetherapeutin, die so ein bisschen so ganz leicht ESO angehaucht ist, die plötzlich die Leute nicht mehr anfassen kann, die plötzlich keine Verbindung mehr aufnehmen kann zu den Menschen. Es gibt dann auch natürlich eine Liebesgeschichte, die bei ihr nicht so richtig funktioniert, und es gibt im Hintergrund eine dysfunktionale Familie, wie mal wieder in den USA. Irgendwie konnte ich bei den Figuren nicht so richtig andocken. Es war, das Gefühl nicht entwickelt. Also es war so ein typisch amerikanischer Indie, wo man sich am Ende ein bisschen fragt, so what for?